Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie sich nach einem kraftvolleren Leben als Christ sehnen? Dass Sie in den täglichen Problemen und Sorgen die Liebe Gottes und seine Nähe wirklich spüren und erfahren können? Dass Sie erleben, Gott ist jetzt unmittelbar da, er steht an meiner Seite, verändert mich und prägt meinen Alltag? Wenn ja, dann begeben Sie sich zusammen mit dem Bestsellerautor Peter Scazzaro auf eine Reise zu den tieferen Schichten Ihrer Persönlichkeit. Und Sie erfahren echte und tiefe Veränderung. Hören wir einmal, was der Leiter der Weiterbildung des Theologischen Seminars St. Krishona, René Winkler, über das neue Buch von Peter Scazzaro sagt. Er ist seit Jahren mit dem Autor und seinen Themen vertraut. Ich finde den Erscheinungszeitpunkt des Buches sehr, sehr passend. Jetzt durch die Pandemie sind an vielen Orten in lokalen Kirchgemeinden vertraute Veranstaltungsformate weggefallen und es macht sich so etwas wie eine Ernüchterung breit, was jetzt an geistlicher Substanz und Selbstständigkeit der Gemeindeglieder da ist. Es gibt eine Sehnsucht nach einer neuen Qualität und da muss es meines Erachtens um emotional gesunde Nachfolge gehen. Peter Scazzaro bringt in diesem Buch die Grundthemen emotional gesunder Spiritualität, wie wir sie kennen, aber er bringt sie hier besser, übersichtlicher, konkreter, praxisnaher. Ich nenne dazu vier Beispiele. In Kapitel 3 redet er zum Beispiel, dass wir dem gekreuzigten Jesus nachfolgen sollen und nicht einer verwestlichten Vorstellung. Das führt er sehr gut aus. Oder in Kapitel 6 diesen Ansatz von Martin Buber, dass personale Begegnungen entscheidend sind, wenn es darum geht, seine eigene Identität zu finden und überhaupt das Leben zu entdecken. Das ist übersichtlich, also verständlicher, auch konkreter ausgeführt. Und im selben Kapitel greift Pete noch das Thema der Präsenz oder der Krise der Präsenz auf. Er sagt, wir sind so vernetzt und ständig mit allen überall und jederzeit vernetzt und haben große Mühe oft, hier und hier zu sein, wo wir gerade sind, mit den Personen, mit denen wir zusammen sind. Und da trifft er einen wunden Punkt unserer Zeit. Das ist sehr gut und sehr dringend, dass wir darüber reden. Und in Kapitel 8 dieser Ansatz, dass er sagt, wir brauchen eine Theologie der Schwäche, die auch in der Lage ist, persönliches Scheitern, persönliche Begrenzung zu integrieren. Wenn unsere Theologie das nicht leistet, dann verleitet uns das zu Unehrlichkeit und es verhindert eigentlich einen Reifeprozess hin zu emotional gesunder Spiritualität. Sehr gut, dass Peter Scazzaro das hier aufgreift. Überhaupt, Peter Scazzaro lässt wiederum sehr ehrliche, ungeschmückte Blicke in sein Leben zu und zeigt, dass er ständig am Lernen, immer noch am Lernen und Buchstabieren seiner Grundüberzeugungen ist. Und das ist sehr realistisch und authentisch, weil Nachfolge bedeutet, dass man ein Leben lang Lernender bleibt. Dieses Buch hat den Mehrwert gegenüber dem Buch Emotional gesund leiten, dass es hier alle Christen als Zielgruppe im Blick hat. Deshalb bin ich sehr froh um dieses Buch und kann es nur empfehlen. Das Buch Emotional gesunde Nachfolge, kraftvolles Christsein leben, tiefe Veränderung erfahren und der dazugehörige Begleitkurs sind schon im Januar lieferbar. Dass Peter Scazzaro eine wichtige Stimme ist, die Frauen und Männer auffordert zu einem echten, ganzheitlichen und frischen Glauben, zeigt auch der große Erfolg seines Buches Glaubensriesen, Seelenzwerge. Das Buch hat bereits 11 Auflagen erlebt. Freuen Sie sich also auf ein Buch, das herausfordert, aber auch Hoffnung weckt, tragfähiger Glaube und kraftvolle Nachfolge kann gelingen.